So, wir schauen uns den Mini Electric Inflator, den akkubetriebenen Mini Kompressor an. Was beinhaltet er und wofür ist er gedacht? Fußbälle aufpumpen, Schwimmreifen bzw. Schwimmringe und Luftmatratzen, Fahrräder und Autoräder mit den jeweiligen verschiedenen Spitzen sind mit enthalten. Was ist dabei? Der Akku bzw. der Mini-Kompressor mit Digitalanzeige. Gucken, ob ihr es sehen könnt. Genau. Man kann einstellen den Druck generell voreinstellen und er pumpt dann so lange, bis diese erreicht ist und schaltet automatisch ab. In Bar, KG und PSI, Druckeinheit. Wir benutzen in Bar. Und Akkuanzeige, wie viel noch drauf ist. Kompakt, schmal, klein. Ja. Hat zusätzlich noch ein Licht. Sicherlich auch ab und zu nützlich. Ja. Dazu ein 12-Volt-Anschluss fürs Kfz. Getestet, reicht komplett fürs Auto, damit man an jeden Reifen kommt zum Aufpumpen. Ein Ladegerät mit LED zur Anzeige. Leuchtet rot, wenn geladen wird, leuchtet grün, wenn der Akku voll ist. Wichtig, nicht in Betrieb nehmen, wenn dieser geladen wird, den Mini-Kompressor. Ein schickes Täschchen, passt schön rein, für jede Fahrradtour oder im Kfz kompakt versteckt, verpackt im Rucksack, wie auch immer. Und noch eine Anleitung. In mehreren Sprachen steht das Nützlichste drin. Jo. Das ist alles, was dazu gehört. Nein, natürlich nicht. Ein Schlauch, den brauchen wir natürlich noch. Hier schraubt man den Mini-Kompressor an. Und hier das Ventil mit den dazugehörigen verschiedenen Spitzen. Und ein paar Kappen sind auch noch dabei, falls ihr keine mehr habt. Jo. Das beinhaltet das ganze Set. Akku, Mini-Kompressor für unterwegs.